Hallo und herzlich willkommen bei diesem kleinen Halloween-Special hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Denn ja, Rainbow Six hat jetzt ein kleines Halloween-Special-Event. Wir haben die House-Map im Geisterhaus-Look, die Operator im Halloween-Look. Und dann nehmen wir euch mal auf eine Runde mit. Im Vierer-Trupp ohne Jung. Und Bombe ohne, wie ich das verstanden habe. Yes. Ja, es muss halt Bombe sein, leider. Das ist halt die Meta. 10 seconds left. Kannst mal. So, ja, und zwar. Das war die Hollywood. Ja, Hollywood Event. Ja, das Hollywood Event, Jung. Das Halloween Event ist halt so, dass man halt. Das könnt ihr dann auch gleich sehen in der nächsten Runde. Man kann halt nur aus einer fixen Wahl von Operatoren halt wählen und so. Ja, es gibt halt jetzt auch so spezielle Halloween-Skins und wieder Halloween-Packs und aus diesen Skins und Packs, also die, wo quasi welche haben, die sind verfügbar. Wenn ihr mal die ein bisschen anguckt, mal wenn man mal da irgendwelche Charaktere sieht, dann haben die auch diese Ausrüstung ausgerüstet und dieses Design sozusagen. Also ein kleines bisschen Grusel-Event, bla, mit ein paar Skins hier, so ein paar kleine Deko-Objekte reingehauen. Ha, Hure. Gott! Wo? Draußen, ich hab Finke kurz vor tot. Wo liegt denn der draußen? Keine Ahnung. Help. Ja. Anyone is. He banned me. Okay, den Spot von dir kann ich noch gar nicht an. Nicht? Nice. Letztes Vollorange. Probier mal, da tust du eine Line of Sight, Wer weiß, ob es wohl ist hier. Ja, auch. Und ein Polizeiauto. Nicht. Ah, der hat nur 5 Leben. Also. Wer war das? Weißt du es? Finke. Der hat nur die 3, 5 Leben. Ja, die habe ich ja fast tot gehabt. Die Sache ist halt, ich hätte sie eigentlich killen können, aber ich habe mich halt geirrt, bei welchem Polizeiauto sie halt war. Ich dachte, sie wäre hinter dem einen, aber sie war hinter dem anderen. Naja. Na, hier ist alles offen. Auch auf der anderen Seite ist alles offen. Ich glaube, du musst ja auch nicht rausfliegen, du hast ja den Diffuser direkt vor dir. Du kannst dich ein bisschen zurückziehen, weil sie ist ja. Na, die ist gerade mit der Drohne durch die Gegend gefahren. Weil mit dem Sturmgewehr ist ja definitiv ein Vorteil dann in so einem Duell auf der Entfernung. Könnte von hinten kommen. Warte, wir könnten auch okay, Kamera schon eigentlich. Ja, natürlich kannst du, warum nicht? Ich hab gerade einen. Ja, ich hab sie markiert. Sie ist so da schon, da ist sie. Ja, wir können gerne warten, bis die Zeit ausläuft. Ist auch gut so. Ja, safe Ops, hat echt. Time expires in 10 seconds. Sehr schön. Hostiles eliminated. Das Blöde ist, ich sehe halt keine 5 Meter wegen diesem blöden Effekt, der da drauf ist. Ja, das ist alles und da hab ich auch ein bisschen Erfahrung gesammelt mit dieser Map. Ist halt ein bisschen scheiße, weil du kannst halt null rausgucken, weil es so extrem dunkel ist. Das ist echt scheiße. Nein, da random hat Ash. Ja, du weißt ja, wenn du jetzt Ash genommen hättest, hätte er Rekrut gespielt. Ja, nee, was liegt dir mehr? Und so aus, such so aus. Wie nebeneinander. Was haben wir denn da noch so? Naja, fuck. Wenn du mit Finca besser klarkommst, können wir beim nächsten Mal auch Bug spielen. Sagen wir so, die Waffe aus dem ja, die Waffe, die ist halt so ein bisschen tricky manchmal. Ich spiele ja inzwischen ja eher mit Holo als mit
eben halt ACG. Fühle ich mich persönlich ein bisschen wohler mit, ja. Ja. We need to locate a bomb. Kürbis. Das ist das erste Mal Bombe hier auf unserem Kanal seit gefühlt über 3 Jahren. Die Etagenbomben. Ja, stimmt, dann ist der andere unten. Das weiß ich sogar noch. Hallo, ich stehe vor der Bombe, warum erkenne ich die wieder nicht? Danke. 5 Minuten. Ja, okay, die haben auf jeden Fall Vigil. Ja, die haben über die gleichen Operatoren, wir können schon sagen, was kommt. Ah, die können immer noch. Nein, dein hat einen Riku, das heißt, einer von denen fehlt. 5 Sekunden. Jäger haben sie, Miro haben sie, Witchel haben sie. Wer fehlt da noch? Valkyrie vielleicht. Wahrscheinlich. Welkpuls oder. Lass mich mal was im Kopf überlegen. Hoppla, jetzt ist mein Maus rutscht. Welkpuls oder. Haben da noch? Kann man den Kopf nochmal abgehen. Vigil, genau. Ja, Vigil ist ja schon confirmed. Daniel, Panik. Jetzt haben wir den hier so. Kannst du schauen, ob drin was los ist? Mira ist in A. Mira ist in B, A und B. Der Billardraum ist leer. Ja, 100%. Ja. Na, ich denke ein bisschen unten ab, geht immer dahin. Die sind im Gang, Tür zum Gang. Hallo, warum geht meine rechte Maustaste nicht? Nein! Unten im Trainingsraum ist noch einer. Scheiße, du hast es gemessert. Dann raus, aus dem großen Fenster und einer auf der Treppe. Top 4, last operator standing. Ja. Keine Ahnung, wie ich nicht gestorben bin. Ja, da gibt's einen Diffuser. LOL. LOL. Also keine Ahnung, wie ich den angekillt habe, es war nur purer Spam. Ja. Round 3. Matschball. Matschka. Genau. Round 3. Matschka. Nice! Ich wollte vor allem gerade sagen, dafür, dass ich so beschwert habe, war echt gut. Hust, hust. Ich meine, er hat jetzt sogar Puls bekommen, aber. Nee. Wahrscheinlich wollte er wie chill. Secure the area, keep the bombs protected. Na, kennt ihr noch den Spruch zu viert? Aha. Ja, die Hedge muss aufgemacht werden, Ben. Ich brauche hier unten eine. Ich habe eine Wand. Was brauchst du? Eine Wandi? Ja, eine Wandi. Wanda, Metropolitan. Cosmo und Wanda. Gibt es deine österreichische Band, die auch Wanda heißt? Ich glaube. Wenn doch bestimmt hauptsächlich Schuh wieder über die Arsch kommt. Wir haben ja komplett gar nicht reinforced die Arsch.
gibt ja auch so ein kleines Easter Egg. Oben im oberen Zimmer, die haben halt so, so ein paar Sachen eingefügt wie ein Telefon. Und wenn du in dem B-Spot oben das Telefon da die Nachricht drückst, was abspielst, kommt das Ding raus wie Mami, ein Scare, der Comic. So ein kleiner Geheimnis. Soll das Horror sein, ne? Sind auf dieser Map versteckt. Oder wenn du oben in der im Duschbereich bist, singt da irgendeine geheimnisvolle Stimme und solche Geschichten. Also, ja, die machen echt so um die Garage, Alter. Die machen oben die Fenster im B auf. Die schießen hier auch schon rein. War halt nix reinforced. Garage ist komplett leer. Ja, wir haben ja auch Trainingsraum, nicht Garage, weißt du, deswegen. Okay, ich bin vollkommen doof. Einer kommt wohl main. Ja. Ich war safe gerade der Überzeugung, dass es wieder Garage ist. Bane ja. Ist tot. Oh Baby, kommt alle zu mir. Oh, oh fuck. Draußen am Eingang, Hab den Diffuser, Leute. Kommt zu mir. Garage ist einer in dem Waschraum da unten. Er ist in dem Vorraum von der Garage. Ja, hast du mir gerade noch rechtzeitig gesagt, ey. Könnt ihr bitte schnell runterkommen? Da ist der Diffuser, dann könnt ihr mir helfen. Ich guck kurz nach dem Westen. Ja. Waschraum jetzt. Deswegen. Hab ich doch gesagt. Echt so da? Ja, ich hab dreimal gesagt. Ja, ich hab da reinguckt, da war einer. Ich wollte schnell durchlaufen. Das mal. Das waren Finker Frags. Seit ein, zwei Patches. Da war er. Trainingsraum ist einer. Ja. Benny, geh mal. Ja, da plantet aber. Geh weg, Benny, geh weg. Ne, nicht so langsam. Schau die Hedge runter. Du siehst so die Markierung. Hedge runter. Hedge! Hedge! Located the diffuser, destroy it. Ich spring da bloß nicht runter. Nicht bevor mindestens einer von denen tot ist. Das ist eine Leiche. Das ist eine Leiche. Na, du musst eh. Boah, wir waren 4-2 und haben es doch weggeschmissen, ja. Wir sind immer 4-4. Ich hab die Frag und ich hab die Frag halt out of nowhere erwischt. Musik so laut. Ah, die Street-Musik, ey. Wunderschöne Musik. Das ist doch geil. Ja, Doppelbombe. Ich glaube, diesen Part sollten wir an Halloween veröffentlichen. So, los. Geil. Top Body Cup. Nice. GG. Hallo, Rekrut. Den eigentlich für den 25. Dezember angedacht. Nee, ja, auch an Weihnachten. Nee, warte, auch an die Zuschauer als Kontext, wir haben das sogar schon vorher besprochen, dass wir es so machen. 5 Sekunden. Ja, wir haben glaube ich 5 Minuten davor das erwähnt gehabt. Die haben auch einen verloren, sehe ich gerade. Habe ich auch gerade erwähnt gehabt. Ich habe aufgepasst. Ja. Wieder weg. So wie immer halt. Passt immer auf. Ah. Hey,
Ja, Daniel, pass auf, da ist die Tür schon offen hier. Fenster meine ich. Ach, das meinst du? Ja, eine Treppe. Ah, ja. Ich kannst du eine Frag reinschmeißen oder so? Vielleicht ist da halt jemand direkt da an der Treppe. Negativ. Schade. So, da schießt jemand. Ja. Aber der ist halt leider nicht direkt dran. Hier oben hockt mal keiner drin, logischerweise. Ach komm, ich geh da jetzt mal rein. Bin in B. Ja, pass auf, Bernie. Kannst du blenden? Ich könnte blenden, aber ich hab den Diffuser nicht. Nee, geh raus, ich mach's. Ich kann hier drüben die Tür decken. Um sind ja, zwei. Ich deck die Großtür, mach. Na, deck die Großtür. Naja, es war aber auch klar. Wir haben es ja genau so das letzte Mal geplantet. Deswegen waren wir eigentlich zu 1000%. Ja, da draußen. Hallo? Hinter dir kommt er gleich rein. Oh. So, versteck dich. Versteck dich erstmal. Du hast 1 Minute 40 da. Versteck dich. Wir werden jetzt alle rauslaufen und so. Ich so, das draußen jetzt holen dir. Siehst du, die können die Leiter hochlaufen. Wer hat das letzte Mal gesagt, dass sie es nicht können? Ich. Ja, siehst du. Ich dachte, hey, Daniel, den musst du holen. Das war nur Hürpis. Wir sind zu zweit, Daniel, versteck dich nicht. Na, die Waffe ist da leider auf Entfernung auch nicht so gut. Ja, es war halt... trotzdem zwei angezeigte Leute. Das war halt schon ein bisschen traurig. Okay, sind es nur noch drei? Jo. Da waren es nur noch drei. Oh, kommt da keiner nach? Das ist sonst immer weird. Vielleicht bei dem Modus nicht oder so? Ich hab's schon mal gespielt. Das tut's eigentlich auf jeden Fall. Komm für lang. Die haben halt nur einen Guy, der für die Carry. Ja. Na, die sind oben. Die haben den richtig beschissenen Bombenraum. Den mit Kinderraum da. Wir können halt easy den Kinderraum angreifen, so. Ja. Baustelle war es noch, ne? Ja. Yes. Oder Kinderzimmer, nicht, wie soll ich den Kinderraum? Halt Kinderzimmer und Baustelle. 10 seconds. Okay. Geiles Atmen. Insertion in 5 seconds. Ja, pass auf Spawn Kill auf. Ja, kann aber trotzdem passieren. Ja, genau, kann jederzeit passieren. Expect the unexpectable. Wir sollen uns sicher wiegen. So, oh, wer hat die Klammer? Auf der Treppe. Ja, die haben unten die Tür offen, die, da sitzt dann. Deswegen ja, die Tür halt. Ja, die gucken. Wo soll eine Klammer hin? Normalerweise in die Tür, aber das würde jetzt nicht mehr. Ja, das klappt da dann nicht mehr. Könntest du suchen hier, wo ich bin, am Gargoyle an zu sitzen. Aha. Sehr schön. Da hat sie einen im Raum versteckt gehabt. Na, Vigil ist glaube ich hier im Raum, Daniel, pass auf. In dem hier oder wo? Ja. Eigentlich vielleicht, also es kann sein. Ich habe Rekrut hier drin getötet. Sonst kann er Sub reingehen und sich das. Nee, ist das abgeschossen. Der Diffuser sollte nur reingehen. Sub, versuch da, wo Daniel reingeht, reinzugehen und dann den zu legen. Ich geh in das Schild. Gerade ist jemand hochgelaufen von unten. Gerade ist von unten hin hochgelaufen. Diffuser ist online und aktiv. Ich bleib drin. Operator standing. Ha!
Bitches! Die Waffe ist voll cool! Na, aber wenigstens den Halloween-Port noch geholt. Ja. Daniel hat ihn mir jetzt auch noch gestealt in der Runde. Mit einem Triple Aber wenigstens kein Zeitdruck zum Hochladen. Ja, easy. Oh ja. Hier sieht man den Zombie-Halloween-Skin von der guten Ash. Schick. So, haben wir noch ein Alpha-Pack mit 4%? I don't think so. Nö. Gut, dann sehen wir uns irgendwann anders mal. Bis dann. Ciao.